So Leute, jetzt haben wir mal Call of Duty World War 2. Keine Ahnung, was für ein Gameplay. Hängt einfach von der Länge, denke ich mal, ab, wie lang das Commentary wird. Wahrscheinlich wird es eh mehrere Gameplays benötigen. Ich wollte eigentlich, ich habe ja zum Ende letzten Jahres kein Best-of gemacht. Das habe ich mir gespart, das ist auch okay so. Aber mir ist mal eingefallen, ich habe 2017 noch ein Video gemacht, von wegen, welche Games mir in dem Jahr gut gefallen haben. Und das will ich euch eigentlich nicht vorenthalten, was mir 2018 gut gefallen hat. Vorweg, es kamen einige gute Games 2018 noch raus, die ich nicht gespielt habe. Die ich zwar wahrscheinlich besitze zum Großteil, die ich aber nicht gespielt habe. Und insofern kann ich da nicht drauf eingehen. Ich werde die aber trotzdem dann mal namentlich erwähnen, damit ihr dann, also der Vollständigkeit halber. Ich werde vielleicht doch die Games aufzählen, die ich 2018 gespielt habe, die nicht 2018 released worden sind. Einfach weil die mir gut gefallen haben oder generell einfach so alles, was ich so gespielt habe. Aber ich denke mal, wenn ich die Games aufzähle, die auch letztes Jahr released wurden, dann kann man da vielleicht auch die ein oder andere Kaufempfehlung aussprechen. Ja, gehe ich einfach mal hier der Reihe nach durch, der Spiele, die ich gespielt habe. Wolfenstein The New Colossus habe ich einmal durchgespielt, ist 2017 released worden, Achtung dabei. Hat mir gut gefallen, wie gesagt, das hat mich abgefuckt, da auf Trophäen zu spielen, weil ich weiß, es gibt diesen Mein-Leben-Run und es ist nicht mehr so linear und Shooter, die so weitläufig sind, beziehungsweise was heißt weitläufig, aber man dann, wo man jetzt kein klassisches Level-Replay hat, spricht mich jetzt auch in erster Linie nicht so an, aber die Story war cool, die Geschichte von Blazkowicz einfach weiterzuerleben, deswegen, ich freue mich auch mega auf Wolfenstein Youngblood, insofern, wenn man einfach nur mal Bock hat, eine geile, geilen Singleplayer einfach mal durchzuspielen, in Wolfenstein für kleines Geld, kann man auf jeden Fall mit New Colossus nichts falsch machen. Dann Formel 1 2016 habe ich gespielt, ist auch 2018 logischerweise nicht released worden, wäre ein bisschen komisch, oder? Simulation war okay, hat Spaß gemacht, aber brauche ich jetzt nicht weiter zu vertiefen. Need for Speed Most Wanted 2012, nach über 5 Jahren später nach Release habe ich es dann auch mal durchgespielt. Enttäuschend, absolut enttäuschend im Vergleich zum Original Most Wanted. Ich denke mal, ich werde mir die ganzen Games, die nicht 2018 released wurden, werde ich mal ein bisschen kurz halten, weil die habe ich, glaube ich, im Platin-Projekt auch erwähnt, wenn ich die durchgespielt habe. Dann, ich gehe jetzt erstmal durch die nicht 2018 released wurden und die 2018 released wurden dann zum Schluss. Truck Racer gespielt, auch ein witziges Rennspiel, war mal ein Plus auf PS3. Brauchen wir auch jetzt nicht weiter vertiefen. Duke Nukem Forever habe ich auch schon viel zugesagt. Star Wars Battlefront 2, wenn ich nochmal kurz ausführen. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel aktuell ist. Also ich habe es halt Januar 2018 noch gespielt, aber kam halt auch Ende, also November 2017 raus. Ich weiß nicht, wie es ist. Sie haben mittlerweile so viele gratis Add-ons gebracht. Eigentlich müsste ich das nochmal spielen, weil ich bin ja eigentlich, klar mag ich die Original Trilogie so am liebsten, aber ich bin eigentlich auch ein Fan der Prequels, vor allem von Episode 3 auch. Also Episode 3 ist mein absoluter Lieblings-Star-Wars-Film. Und sie haben ja viel von den Prequels mittlerweile gemacht, also Helden, Obi-Wan, General Grievous, Count Dooku, ich glaube Anakin, der soll auch noch kommen, der ist aber noch nicht da. Dann als Maps irgendwie auch Geonosis und all sowas, also coole Sachen. Aber ich glaube, es hat nicht wirklich, also es ist zwar netter Fanservice und so, aber entschädigt, glaube ich, nicht für das Desaster bei Release und ich glaube, das hat sich verkaufszahlen technisch auch wieder gespiegelt. Deswegen, ich bin mal gespannt, ob wir dieses Jahr, ob der Termin eingehalten wird und wir dieses Jahr wirklich ein neues Star Wars Spiel von Respawn bekommen. Ich habe auf jeden Fall mega Bock drauf, weil ich mag Star Wars als Marke so an sich, aber EA hat bisher nicht wirklich abgeliefert. Also ich meine, Battlefront 1 war ein geiler Shooter, aber das kann nicht sein, dass die nur einen Shooter im Star Wars Setting, dass das das Einzige ist, was die rausbringen in den 4 Jahren oder, ach Quatsch, in den 5 Jahren, die jetzt die Lizenz haben oder vielleicht sind es sogar 6, ich weiß es gar nicht. Schiff 2 Unleashed gespielt, habe ich auch viel zu gesagt. Cooler Arcade-Racer auf Rennstrecken, Online-Trophäen, ultra gay, naja, egal. Resident Evil 7, auch 2017 released worden.
war ich ja am Anfang skeptisch, weil ich ja an sich nicht so der Horror-Fan bin, hat mir aber dann doch Spaß gemacht, war halt nur sehr lahm von der Fortbewegung. Das ist bei Resident Evil 2, was ja jetzt rausgekommen ist dieses Jahr, doch deutlich besser, aber mal sehen, ob und wann ich das vielleicht mal spielen werde. Ja, FIFA 16, PES 2014, Sportspiele, braucht man gar nicht erwähnen. Lego Harry Potter 5 bis 7 auf PS4 kam 2016 raus, habe ich dann letztes Jahr endlich mal gespielt. Lego-Spiele, vor allem die alten, mag ich ja sehr gerne. Die neuen sind mir mittlerweile sehr zu umfangreich und ich finde es ein bisschen blöd, dass sie angefangen haben, dass die Lego, also dass die Lego-Figuren reden können. Ich fand das eigentlich immer, das hat den Charme ausgemacht der alten Lego-Games, dass sie das eben nicht konnten und nur so Laute von sich geben konnten. Und Gesten. Madagaskar Karts. Kart-Racing-Spiel im Madagaskar-Universum von 2009. Habe ich nach 9 Jahren mal nachgeholt. Ich wollte das eigentlich immer mal gespielt haben, damals auf PS3, aber das war relativ teuer und ich weiß nicht, habe ich dann mal irgendwie doch nachgeholt. Hat mir extrem Spaß gemacht, tatsächlich. Vor allem, das kann man auch im Splitscreen spielen, war dann auch ganz witzig. Für ein paar Trophäen musste man es im Splitscreen spielen. Habe ich dann mit einer Freundin gemacht, war eigentlich witzig die Zeit, wo wir es gemacht haben. Dann 007 Legends. Letztes Bond-Spiel, was rausgekommen ist. Eigentlich schade. Also ich meine, es ist schon billig von der Grafik und sonst was so, aber es war gameplay-technisch geil und es war geiler als viele Shooter, die wir auf PS4 geboten bekommen. Wie gesagt, 2012 rausgekommen auf PS3. Ich würde mir wünschen, vielleicht zum... Ich glaube nicht, dass sie es tun werden. Ich weiß auch gar nicht, wie es aussieht mit Activision und der James Bond-Lizenz. Aber wenn jetzt wirklich, wie glaube ich, geplant dieses Jahr ein neuer Bond-Film rauskommen sollte, hätte ich eigentlich nichts dagegen einzuwenden, auch nochmal ein Bond-Spiel zu bekommen auf PS4. Oder, ja, mal sehen, wie es sich jetzt entwickelt, vielleicht auch auf PS5 später. Wäre cool, ist zwar meistens so 0815-Shooter-Lizenzkram, aber das hat Spaß gemacht von den Missionen. Vom Level-Design war sehr abwechslungsreich, natürlich, dass es ja auch um verschiedene Bond-Filme ging. Ja, so, jetzt kommen wir zu den Spielen, die 2018 released wurden, die ich gespielt habe. Und zwar fangen wir mal chronologisch an. Was kam denn als erstes raus? Soweit ich mich entsinnen kann, war das erste, was rauskam, Burnout Paradise Remastered. Ist jetzt nur ein Remaster, aber ich war so gehypt. Also ich glaube, ich habe selten, dass ich nach der Arbeit, also meistens ist es so, ich bin, während ich arbeite, relativ aufgedreht. Also was heißt aufgedreht? Ich bin konzentriert, bin dann in der Arbeit drin, fokussiert, alles gut. Und sobald ich dann nach Hause komme, was weiß ich, dann auch geduscht habe oder so und die Anspannung so von der Arbeit irgendwie abfällt, dann bin ich oftmals, vor allem jetzt so Anfang des Jahres ist es immer relativ stressig bei uns, dann fällt die Anspannung ab und dann bin ich gefühlt tot. Und es ist selten, dass mir ein Game, also dass die Vorfreude darauf, ein Game nach der Arbeit zocken zu können, so viel zusätzliche Energie gibt, dass ich dann wieder top motiviert mich an die Konsole setze. Das ist relativ selten. Aber Burnout Paradise hat es geschafft, weil ich habe Burnout Paradise auf PS3 schon geliebt und auf PS4 vor allem, dass man da Doppelplatin machen konnte. Ich meine, ich finde es an sich Schwachsinn, dass man mit dem gleichen Game auf der gleichen Konsole mehrfach Platin machen kann mit verschiedenen Länderversionen. Aber in dem Fall, weil ich Burnout Paradise halt so feier, klar, wenn man selber davon profitiert, feiert man das natürlich übelst. Zum Beispiel, ich finde es halt hart unnötig, dass sowas wie Final Fantasy 15 5 Platins hat, ne? Weil Final Fantasy mich halt nicht juckt. Ja, auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ich habe es auch zu hart gesuchtet. Ich glaube, ich habe in 2 Wochen oder in einer Woche beide Games auf 100% gesuchtet. Also beide Versionen war schon heftig. Aber wie gesagt, also hat mir ultra viel Spaß gemacht letztes Jahr. Wie gesagt, und es ist auch für, man kriegt das ja auch für 10 bis 20 Euro. Schlag zu, holt euch das, vor allem wenn ihr die PS3-Version nicht gespielt habt, dann schaut das Video gar nicht zu Ende, bevor ihr das Spiel kauft, wenn ihr das Video noch nicht zu, wenn ihr das Spiel noch nicht gespielt habt. Wenn ihr das von Last Gen schon kennt, dann holt es euch aber trotzdem für Next Gen. Also eins der geilsten Shooter, bin ich behindert. Rennspiele überhaupt. Ja, kommen wir direkt zum nächsten Remaster, Far Cry 3. Ich habe ja die ganzen Far Crys eigentlich letztes Jahr erst gemacht. Ich hatte bis Ende 2017, die einzigen Far Crys, die ich gespielt habe, waren, glaube ich, eins. Ja, eins. Nur Classic. Und der Multiplayer von Far Cry 2. Letztes Jahr habe ich echt zweimal Far Cry 3, zweimal Far Cry 4 und Far Cry 5 gespielt.
Und Far Cry 3 ist mit Abstand so mein Lieblings-Far Cry von der vom Setting, also von der Welt her. Auch vom Gameplay, von der Story mega nice, und das ist aber schon eins der billigeren Remaster, also da ist jetzt nicht so ein massiver grafischer Unterschied zum Original. Aber wie gesagt, hat trotzdem Spaß gemacht und vor allem ist es völlig okay, 30 Euro, und den gibt es mittlerweile auch billiger. Ich habe den auch schon für 15 im Sale gesehen. Der Season Pass von Far Cry 5, 3 DLCs plus Far Cry 3 Remastered für 15 bis 30 Euro, kann man nicht meckern. Also eigentlich auch ein Must-Have. So, jetzt haben wir die Remasters abgehandelt. Erstes neues Game, was rauskam letztes Jahr, war, glaube ich, A Way Out. Ja, und A Way Out ist für mich auch fast mein Game of the Year von letztem Jahr, von den Sachen, die ich gespielt habe. So eine geile Koop-Experience habe ich seit Jahren nicht gehabt. Ich glaube, seit Portal 2 nicht mehr. Ich habe es einmal mit einer Freundin gespielt und einmal mit Yannick. Und mit beiden, also mit Diana, also meiner Freundin, die... da hatte ich das noch nicht gespielt, das war dann nochmal ein Ticken besser, weil ich es halt auch noch nicht kannte. Mit Yannick kannte ich es halt schon, er kannte es nicht, war aber hat trotzdem Spaß gemacht. Das einzige Manko ist, dass es halt so kurz ist. Gut, ich meine, deswegen hat es auch nicht Vollpreis gekostet. Ich meine, wenn man das irgendwie mit einer doppelten, dreifachen Länge, also vielleicht mit einer Spieldauer von 15 Stunden oder so gemacht hätte, so eine Koop-Experience, take my money, also... noch mehr, also da zahle ich dann auch gerne sogar noch mehr als 60, 70 Euro. So geil, richtig geil, aber ja, Wiederspielwert. Klar, ich habe es halt zweimal dann gemacht, aber das ist dann einmal schön und gut, zweites Mal auch, aber dann muss man es nicht nochmal spielen. Aber wenn das ein oder die zwei Male, die man spielt, so viel Spaß macht, dass es so sich ins Gedächtnis einbrennt wie bei mir, dann ist es auf jeden Fall das Geld wert. Dann Detroit kam raus im Mai, soweit ich weiß. Auch wieder ein geiles Quantic Dream Game. Hat mir tatsächlich vom Setting her weniger gefallen als Beyond und Heavy Rain. Aber ist gameplay-technisch am besten. Also grafisch natürlich am besten. Ich meine, es ist das erste richtige PS4-Game von Quantic Dream. Und war wahrscheinlich auch das einzige bis zur PS5. Dann... und die Entscheidungsmöglichkeiten und dann, dass man auch so Bäume hat, wo man sieht, wie man, wie sich das alles entwickelt, wenn man welche Entscheidungen trifft und dass man dadurch dann irgendwie Punkte bekommt durch die Zweige, die man freischaltet und dadurch sich dann Concept Arts etc. anlocken kann, finde ich vom Konzept mega cool. Das wäre für Heavy Rain und Beyond Two Souls noch so das Sahnehäubchen gewesen. Aber ja, wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall. Kriegt man ja mittlerweile auch relativ günstig in irgendwelchen Sales. Was kam? Ja, Far Cry 5. Für mich eigentlich so von 3, 4 und 5 das schwächste Teil. Primal kann ich nicht so sagen, habe ich nicht viel gespielt. Ob das jetzt noch schwächer ist, ich weiß es nicht. Aber Far Cry 5, ich mag dieses amerikanische Prärie Setting, also die Welt hat mich einfach am wenigsten angesprochen. Dann fand ich es auch unnötig, dass man mittlerweile keine Minimap mehr hat. Aber das sind halt so Kleinigkeiten. Es hat im Prinzip von der Story trotzdem Spaß gemacht. Ich check es nicht und das ist in New Dawn leider wieder genauso. Ich meine, New Dawn werde ich auch spielen. Warum? Ich kapiere es wirklich nicht, warum wird Co-op der Progress nur für den Host gespeichert. Das ist so dumm. Far Cry bietet sich so an, im Co-op zu spielen. Das macht auch Spaß im Co-op, aber man macht dann eigentlich eher Nebenmissionen und so, weil das halt Verschwendung wäre, Hauptmissionen im Co-op zu spielen, wenn es halt nur für einen gespeichert wird. Also, außer die XP, die man dann halt bekommt. Also, ich check's nicht. Und es ist in New Dawn halt wieder genauso und das ist halt vergebenes Potenzial. Was kam dann? Ich glaube dann The Crew 2. Hat mir richtig Spaß gemacht. War nichts Abfuckendes dabei. War halt ein bisschen kurz. Also ich glaube 20, 25 Stunden oder so bis zur Platin. Man hätte da einen Umfang, hätte man das Game vielleicht nur ausbauen können. Gummiband-KI war ein bisschen arg doof. Vor allem, wenn man im Koop gespielt hat. Dann hatte man halt diese Perlenkette, habe ich ja bestimmt schon mal erzählt. Eigentlich, wenn jetzt zwei Leute nicht exakt auf dem gleichen Level waren... Und man ist, glaube ich, immer mit zu 8 gefahren in Rennen. Dann hatte man quasi immer, also wenn man es mit einem anderen Kollegen noch spielt, ist man ja zwei echte Personen und hat man noch 6 KI-Dudes. Und jeder hatte 3 KI-Leute, die quasi
seinem Skill angepasst waren, beziehungsweise einen Ticken schlechter waren. Das war erst, man konnte immer davon ausgehen, einer von den beiden Spielern ist Erster, der andere ist Fünfter. Weil der Erste hat drei Leute hinter sich, dann kommt der zweite Spieler und dann hat der auch wieder drei hinter sich. Es war eigentlich fast unmöglich, als Erster und Zweiter ins Ziel zu kommen, wenn man halt fahrzeugtechnisch ein bisschen auseinander war. Das war ein bisschen unglücklich gelöst, aber war eigentlich richtig chillig, weil man, es musste nur einer gewinnen und der andere hat dann trotzdem gleich viel XP und Cash bekommen, wie wenn er gar nicht gespielt hätte, wie wenn er selber gewonnen hätte. Aber er musste dann theoretisch, hätte auch im Start stehen bleiben können. Also das war so aufs Koop-technischer Sicht vielleicht auch ganz cool. So, die haben wir durch. Genau, dann kam im Sommer noch Warface. Und Warface ist aus Koop-technischer Sicht einer der besten Shooter der letzten Jahre für mich. Also eigentlich im Prinzip seit... Ich lehne mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster, weil mir jetzt vielleicht nicht so viele Shooter einfallen der letzten Jahre. Aber Ego-Shooter mit keinem Koop. Aber seit MW3 Spec Ops oder Battlefield 3 Koop auch, was ja auch im gleichen Zeitraum rauskam. Weil so viel Teamplay, also das ist eigentlich viel mehr Teamplay als in Spec Ops und so noch. Spec Ops hat halt geile, kurze, knackige Missionen. In Warface sind es halt eher Raids, die halt gut, das könnte man sagen, das hat man vielleicht in Dingens auch in Destiny. Aber Destiny ist ja, glaube ich, eher so ein Klon, ist ja so eine Mischung aus Zombie-Easter Eggs und vielleicht Warface einfach nur stupidem Geballer-Koop. Aber das war sehr anspruchsvoll. Wäre der Multiplayer nicht pay to win, wäre der wirklich nicht pay to win und so unbalanced, dann hätte das echt Potenzial gehabt, mit Abstand in jeder Kategorie für mich bester Shooter aus 2018 zu werden. Aber aus PvP-Sicht kann ich das eigentlich echt nicht sagen, weil das war halt wirklich zu assi und hat auch teilweise zu hart abgefuckt. Aber im Koop, wie gesagt, ultra nice. Und da es ein Free-to-Play-Shooter ist, alleine aus Koop-technischer Sicht, zockt das Game mal. Also ihr könnt absolut nichts falsch machen. Dann kam Shadow of the Tomb Raider noch raus. Shadow of the Tomb Raider hat mir auch Spaß gemacht, war allerdings für mich der schwächste Teil der Trilogie. Einfach weil ich persönlich ein Fan von Uncharted etc. bin und ich fand es eigentlich geil, dass Tomb Raider, das Reboot von 2013 und Rise of the Tomb Raider halt extrem die Uncharted-Schiene gefahren sind, so was das, was die Balance zwischen Action, also Geballer, Klettern und Rätseln anging. Und das hat sich ein bisschen verschoben in Shadow of the Tomb Raider. Ist ja auch ein anderer Entwickler, es war jetzt irgendwie Eidos Montreal und nicht mehr Crystal Dynamics. Und die haben halt mehr den Schwerpunkt wieder aufs Klettern und Erforschen und so gelegt. Das kam für viele Oldschool, Tomb Raider-Fans kam das sehr gelegen. Für mich war es halt nicht ganz so meins. Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Aber es hätte ich jetzt auch nicht, also GOTY, nee, auch nicht. Dann habe ich Black Ops 4 gespielt. Ist genug zugesagt, nicht gut, nicht gut. War's das? Ah, nee. Und als letztes, was ich noch gespielt habe, letztes Jahr, was 2018 released wurde, Battlefield 5. Auch wieder vergeudetes Potenzial. Eigentlich ein bisschen schade. Also mir hat der Multiplayer echt Spaß gemacht. Hätte man dann noch irgendwie ein paar mehr coole Sachen gehabt, so zum Unlocken. Ich weiß, also ich fand das Progression-System mit den Perks ziemlich nice. Genau, wir packen jetzt gar kein World War II-Gameplay in den Hintergrund. Vielleicht auch ein bisschen, aber auch Battlefield 5. Weil dann habe ich mal eine Gelegenheit, die Battlefield 5-Gameplays rauszuhauen. Vielleicht haben wir da irgendwie am Anfang ein kurzes World War II-Gameplay zur Einleitung, damit der erste Satz stimmt oder so. Ich meine, ihr werdet sehen. Auf jeden Fall hat mir das sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich nach den ganzen Patches entwickelt hat, weil sie haben ja oft an der Time to Kill rumgeschraubt, wobei ich die Time to Kill sehr nice fand, im Gegensatz zu Black Ops 4 in Battlefield 5. Also aus Multiplayer-technischer Sicht war das für mich der beste Shooter, aber Singleplayer, nee. Also ich meine, ich fand die War Stories in Battlefield 1 schon nur so lala, weil ich dieses Prinzip der War Stories nicht so geil finde, aber in Battlefield 5, also die erste War Story, schlecht, wirklich schlecht. Zweite War Story war noch so die beste, war ganz okay. Und die dritte habe ich jetzt, bisher habe ich noch gar nicht zu Ende gespielt, muss ich tatsächlich sagen, aber was ich so gesehen habe davon,
auch nicht so wirklich. Also, nee. Und Most Immersive World, Zweiter Weltkrieg Experience auch nicht wirklich. Also, Singleplayer, habt euch keinen Gefallen mitgetan. Hoffentlich, für den Fall, dass es kommt, verkackt es bitte nicht in Battlefield Bad Company 3. Bitte nicht. So, als letztes Game, was ich vielleicht noch ansprechen soll, was ich von 2018 gespielt habe, jetzt im Januar erst, aber zählen wir halt trotzdem mal noch dazu, ist Spider-Man. Und Spider-Man ist für mich richtig, also war für mich eins der besten Spiele auf jeden Fall aus letztem Jahr, aus dem letzten Jahr. Gameplay-technisch nah an den Arkham Games, nur das, also das Kampfsystem und das Stealthen fand ich in Arkham noch cooler. Dafür fand ich das Bewegen durch die Open World in Spider-Man cooler. Also erstens mag ich New York und ich freue mich auch darauf, weil ich dieses Jahr zum ersten Mal nach New York selber reise. Und das Schwingen ist halt ein bisschen cooler noch als das Gleiten mit dem, als Batman mit seinem Umhang. Also wie gesagt, da könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. War auch schon ein paar Mal im Sale. Ich habe mir das, glaube ich, auch inklusive aller DLCs für 40 € gekauft. War jeden Cent wert. Jeden Cent wert. Hat auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. So, also zähle ich noch mal ein paar Games auf, die ich so im Kopf habe, die letztes Jahr released worden sind, die ultra geil sein sollen, die ich aber noch nicht gespielt habe. God of War ist zum Beispiel im Trophies.de Forum auch Game of the Year geworden, aber in Trophies.de, da wird oft ein First Party Game, Game of the Year, also ein Exclusive Titel. War aber relativ knapp zu Red Dead Redemption 2. Da habe ich nur den Multiplayer gespielt. Da kann ich nur sagen, pfui Teufel. Aber wie gesagt, ich gehe unvoreingenommen in den Singleplayer, wenn ich ihn dann irgendwann mal spiele. Was war dann noch Platz 3? Ja, Spider-Man war noch dabei. Odyssey werde ich auch noch spielen irgendwann, wenn ich die ganzen anderen Assassin's Creeds mal irgendwie gespielt habe. Ja, die Spyro Collection, genau die habe ich auch schon angefangen. Die kam ja auch 2018 raus. Sehr liebevolle Remakes. Technisch gesehen, wie gesagt, das beste Remake zusammen mit Crash Bandicoot und dann gefolgt von Call of Duty Modern Warfare Remastered. Also Activision kann wirklich Remakes, aber ich habe zu Spyro keinen Bezug. Ich habe Spyro früher nie gespielt. Das war jetzt meine erste Begegnung quasi mit Spyro. Und es ist ein bisschen, also ich habe jetzt nur den ersten Teil bisher gespielt. Es ist mir ein bisschen fad und lahm. Also es ist so viel Exploring und Sammeln und es gibt zwar auch irgendwie so ein bisschen Kämpfen, aber das ist irgendwie zum Einschlafen. Also ich muss mich immer hart dafür motivieren, das Game dann nochmal zu spielen. Aber naja, wenn ich die Games durchgespielt habe, kann ich dazu ja nochmal ein Feedback geben. So, und das war's. Video ist mal wieder viel zu lang geworden. Ich glaube, welche Games ich noch spielen werde, worauf ich mich freue, 2019 und so, das machen wir in einem anderen Video, sonst wird es einfach noch viel zu lang. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr es wieder gut bewerten. Bis dann, haut rein.